So Leute, heute ist das erste Mal, dass ich Myzelspritzen benutze. Die habe ich mir bestellt. Als erstes werde ich mit den Limonenseitling beginnen. Spritze habe ich schon aufgesetzt. So, ich habe Gläser im Autoklaven sterilisiert. Das ist ein Gemisch aus Pappelspäne und Weizenkörner. Und für die Myzelspritze habe ich vorher diesen Gummipuppel angebracht, dass man das injizieren kann. Abglühen. Dann seht ihr hier diesen Pyppus, den ich reingemacht habe. Und hier in der Mitte wird es reingespritzt, gedreht und entleert. So, zack. Jetzt haben wir hier den Limonenseitling drin. Hier haben wir den Rosenseitling. Den werden wir jetzt auch benutzen. So. Gleiches Spiel. Hier seht ihr wieder diesen Pyppus. Da gehe ich jetzt mit der Nadel rein. Zack. Und mache eine kreisende Bewegung. Und zack raus. Nochmal abstillerisieren. Einen Moment warten. Hier haben wir wieder diesen Pippus. Da geben wir den mit der Nadel rein. Die müsste jetzt abgekühlt sein. Zack. Und kreisende Bewegung. Zack, raus. Ich mache den Aludeckel wieder drauf. So, jetzt haben wir den Rosenseitling gemacht. So, als nächstes habe ich auch noch was Selteneres. Hier haben wir den Klapperschwamm und den Maitake. Das habe ich alles von der Firma Steintaler Edelpilz mir erworben. Ist eine sehr seriöse Firma. So, das ist der Klapperschwamm. Für den Klapperschwamm habe ich ein etwas anderes Gemisch gemacht. In dem Substrat ist es wieder Pappel-Weizen-Substrat gemischt, aber hier drin sind noch Holzchips mit drin von der Kastanie. Und ich habe das Substrat ein bisschen lockerer gelegt. Das soll der Maitake mögen. Mal gucken, ob es funktioniert. So, die nächste Nadel. Zack, zack, zack. So, hier haben wir wieder den Pippus. Stechen wir wieder rein und verteilen es gleichmäßig. Zack.
Es ist eine Kunst, das alles richtig akkurat anzufassen, dass man nichts kontaminiert, vielleicht doch was. Dass man vielleicht doch noch einen Keim am Handschuh hat. Ja, mein durchwachsenes Myzel vom Auslandseitling. Das will ich heute auf ein Nährmedium bringen. Das Nährmedium besteht aus Agar-Agar. Ich habe Weizen genommen und Vollrohrzucker. Ja. Da probiere ich jetzt aus, ob da der Auslandseitling schön drauf wächst. Ich werde demnächst noch ein anderes Medium machen, um einen Vergleich zu machen, wie gut er sich entwickelt. Ah, wie sonst? Wenn ihr Deckel verwendet, müsst ihr aufpassen, die Deckel rosten. Und hier ist gerade ein bisschen Rost von der Öffnungsstelle runter hier reingetropft. Ja, das sieht jetzt nicht so schön aus, finde ich. Das werde ich auch gleich entfernen. Huch, ja, das war jetzt nicht gut. Tja, bei dem Medium ist hier so ein bisschen Wasseransatz drin, merke ich. Ich lasse das mal. Ich weiß nicht, was passiert. Ob es gut oder schlecht ist, das werde ich mitkriegen. Gut, ich bin mal gespannt, ob das hier funktioniert. Ich weiß es nämlich nicht.